Es ist erstaunlich, dass wir uns mit einer gewissen Häufigkeit mit den Ereignissen in Kambodscha beschäftigen und dass das immer im Zusammenhang mit den Menschenrechten steht. Das ist bedauernswert, dass wir das tun müssen und immer wieder tun müssen. Kambodscha hat eine tragische Geschichte hinter sich. Es gab ein Genozid, der Khmer Rouge, das in die Geschichte eingegangen ist. Und auf diesem Hintergrund ist es eigentlich erstaunlich, dass sich dieses Land positiv entwickelt hat, dass es eine positive wirtschaftliche Entwicklung gegeben hat, dass es auch positive politische Entwicklungen gegeben hat. Die Aussichten wären gut, und dieses Land könnte sich tatsächlich weiterentwickeln, wenn es den Weg der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie beschreitet. Es ist leider so, dass die Gefahr besteht, dass Kambodscha wieder in Korruption und Willkür zurückfällt. Das Land hat eine Verfassungskrise überwunden. Man hat sich geeinigt auf eine Wahlkommission. Die Europäische Union unterstützt diese Wahlkommission. Aber je näher die Wahlen kommen, umso nervöser wird die Regierung. Opposition wird systematisch ausgeschaltet. Die NGO-Spielräume werden eingeschränkt. Die Gewerkschaften an die Kandare genommen. Und ein Klima der Angst hat sich im Land verbreitet. Diese Resolution ist ein eindringlicher Appell an die Regierung von Kambodscha, diesen Weg zu verlassen, alle Verhafteten freizulassen. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir auch die kambodschanische Regierung erinnern, dass unsere nicht unbeträchtlichen Mittel, die Europa leistet, auch davon abhängen, ob sie diese demokratische Entwicklung weiter beschreitet.